Großdemo gegen rechts in Florenz. Zehntausende Menschen gehen gegen die rechtsradikale Lega des früheren italienischen Innenministers Matteo Salvini auf die Straße. Hinter dem Protest steht die sogenannte Sardinenbewegung, die sich erst kürzlich durch eine Initiative bis dahin unbekannter Aktivisten aus Bologna formierte. Laut den Organisatoren gehen in Florenz etwa 40.000 Menschen auf die Straße, deutlich mehr als bei der ersten Demo vor 2 Wochen, als laut Veranstaltern etwa 15.000 Menschen auf die Straße gingen. Es ist toll zu sehen, dass das politische Bewusstsein erwacht. Es sind viele Leute dabei, die noch nie auf die Straße gegangen sind, aber heute sind sie hier. Die Lega hatte kürzlich bei den Regionalwahlen in der Region Umbrien, die 70 Jahre lang links regiert wurde, einen deutlichen Sieg errungen. Salvini hat es zu seinem Ziel erklärt, mit seiner Lega nach und nach auch in anderen Regionen die Wahlen zu gewinnen. So will er die derzeitige Regierung aus der sozialdemokratischen PD und der Fünf-Sterne-Bewegung in Rom zu Fall bringen. Unter anderem deswegen gehen die Anhänger der Sardinenbewegung auf die Straße.